Ja, herzlich willkommen zurück zu Slender The Arrival Part 2. Ich spiele jetzt und ich habe Angst. Wir haben jetzt im letzten Part sind wir in das Haus gegangen, es war noch hell und ja, plötzlich wurde es dunkel. Wie aus heiterem Himmel. Kann ich mir nicht erklären. So schnell wird es bei uns nicht dunkel, nicht mehr im Winter. Ja, wir müssen einen Key suchen. Warte mal, müssen wir mal gucken hier. Current Goal ist Search for. Clues as to disappearance. Okay, sie heißt Kate. Kate's disappearance. Okay, also müssen wir uns doch nochmal umschauen. Sollte ich vielleicht die englischen Sachen vorlesen? Vielleicht für die Aussprache her. Ja, möglicherweise. Aussprache. Ja, wir müssen uns halt, also wir haben ja schon zwei Sachen gefunden. Zumindest würde ich das sagen, dass das solche Sachen sind. Waren wir hier? Achso, ja, da war das Dings. Heruntergeschmissene Teller. Ich versuche trotzdem nochmal. Mhm. Vielleicht kann man ja doch irgendwo einen Schrank aufmachen. Keine Ahnung. Na, und wenn du mal dein Notizbuch öffnest? Achso, ne? Machen wir Scrapbook mal auf. Was? Eins von 26? Ja, wahrscheinlich insgesamt, ne? So, Oktober 18. Oh Gott! Was? Das ist mein Geburtstag! Oh Gott, ich hab jetzt sonst so... Alter. Wahnsinn. 18. Oktober 2009. Verschwindet Sunny. Ist schon ein paar Jahre her. Ja, ist drei, vier Jahre her. Oh, nein, ja, fast dreieinhalb. Oh Gott, das ist gruselig. was ist denn das? Honoring the Life. Na, sie ist gestorben. Ach so, das ist eine Todeskarte sozusagen. Da steht... Ne? Nochmal so nebenbei. Oh. Grace Hill Cemetery. Wo wir wahrscheinlich hin müssen. Am 18. Oktober. Und die müssen wir wahrscheinlich... Ja. Die müssen wir wahrscheinlich... Oder ihre verschwinden. Ja. Geht mal weiter. Achso. Ja, ich kann... Die Maus ist immer weg, wenn ich hier... Ja. So. Vielleicht können wir uns das auch mal ein bisschen näher anschauen. Warte mal. Ich habe eine Idee. So können wir es aber auch nicht erkennen, ne? Also so ist es zumindest besser, ne? Lies mal vor, wenn du was lesen kannst. Ihr könnt ja auch mal ranzoomen, aber es wird wahrscheinlich nicht besser sein. Das ist ein Smiley am Ende, oder? Ja. Thank you, Smiley. Das ist die Nachricht. Thank you steht da noch irgendwo. Da oben. Achso. Ganz groß. Der erkennt sogar euch. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Okay, gucken wir uns mal an. Das könnte heißen, I wish I, nee. Vielleicht können wir da irgendwie... Was hast du denn mal? Ja, ich habe geguckt, ob man da noch was machen kann. Stress nicht. Okay, ich denke mal nicht, wir müssen 26 Dinge hier finden, das glaube ich nicht. Ja. Kannst du auch mal auf die Uhr schauen, wir haben 14 angefangen. Nee, 13. 30 haben wir angefangen ungefähr. Kannst auch mein Handy nehmen, kannst auch einfach mal zwischendurch greifen. Da waren wir doch nicht drin, oder? Doch. Warum ist die Tür denn zu? Weil ich sie zugemacht habe? Da, als ob. Du musst die Maus bewegen. Kannst du keine Türen öffnen? Ich habe Amnesia gespielt. Ich auch. Ein bisschen. Nein, nee, nicht viel. Da waren wir nicht, oder? Nee, hier waren wir nicht. Wo liegt das? Nummer 2. Kannst du mal vorlesen? Nee. Doch? Liest du doch. Okay, thanks. Thanks for calling last night. It probably sounds dumb, but it was good to hear your voice again. Good to hear that Lauren's been doing really well too. But yeah, about what all we said, I'm not sure what you think of it yet. Ich glaube, ich lese einfach demnächst gar nichts mehr vor. What are the odds of people having the exact same hallucination? Could it really just be a coincidence? Coincidence. I have to go to my doctor today. Doctor. today for some routine stuff. So I'm going to try and casually. Ach Gott. Sei doch ruhig. Bring this up and see what he says about. Says, yeah. I'll let you know how it goes. Ja, schön. Also, sie hat irgendwelche Halluzinationen und geht deswegen zum Doktor. Punkt.
Vielleicht sind es ja keine Halluzinationen. Nein, egal. Was? Was das Verrückte dabei ist, dass zwei Personen die gleiche Halluzination haben. Ja. Ja, nicht nur sie. Ja, und wahrscheinlich eine Freundin von ihr. Kann auch ein Kerl sein. Glaube ich nicht. Das ist doch Vollmond hier. Guck dir das an. Ich hab Angst. Ich weiß auch nicht. Ich guck. Wir haben 13:30 angefangen. Wir müssen bis 28 machen. Ich muss das. Ist das so blöd, eine Tür zu öffnen? Ja, schon ein bisschen. Ich hab. Oh nein, kein Spiegel. Da guck ich nicht rein. Da guck ich nicht rein. Oh, guck mal. Essen. Riesengroße Brötchen. Oder Bagels. Ohne Loch. Bagels. Bagels. Ich möchte nicht. Ich habe ein bisschen Angst. Du hast in den Mülleimer gucken. Ja, warte doch mal, ich gucke erstmal ins Klo. Okay. Das ist überhaupt kein Spiegel, Spinner. Was ist denn das sonst? Das ist eine Lampe. Das ist ein Spiegel. Okay. Das ist ein angehauchter Spiegel. Okay, das geht nicht. Wie könnte man eigentlich ranzoomen? Ging das nicht mit der Maustaste? Schon eigentlich, ne? Ja. Geht. Hast du denn gemacht? Nee, geht nicht. Guck mal mit den Pfeiltasten. Das ging in der Beta mit der Maus, ne? Mit der mittleren Maustaste. Kann ich irgendwas kaputt machen? Oder? Okay, nee. So, können wir auf jeden Fall die Taschen aber ausschalten. Mit E. Ja, siehst du? Okay. E und Q. Ah, ach so. Hm. Ja, dann brauchst du vielleicht eine Beta genauso. Hm. Keine Ahnung. Ich glaube. Da ist auf jeden Fall noch ein Raum. Okay. Ein Globus. Ein umgeworfener Stuhl. Und ein Raum, der rot leuchtet. The door appears to be locked. Appears. Appears. Ja. Ich weiß nicht, dass sie es ist. Ja, müssen wir gegentreten. Rutsche mal weiter rum. Lass es. Zu. Wir müssen dagegen treten. Warte. Nee. Ist wirklich zu. Scheint wirklich zu sein. Ja. Jetzt geht mir langsam aber auch. Unsere Aufgabe ist immer noch. Ja. Ja. Hier ist. Wollen wir hier? Mhm. Ah ja, stimmt. Ja. Ich höre schon irgendwelche sinnlosen Sachen. Nicht rausgehen. Vielleicht müssen wir, vielleicht hat es ja einen Schuppen oder so, geh mal raus. Ja, nicht rausgehen. Hörst du das? Ja, ja. Ich will mich nicht umdrehen, ja schon. Okay. Na los jetzt, geh raus. Ah! The bag. The bag. Ja, das ist. Soll ich mal ein TH umdrehen? Das ist das Pendant zu the chair. Ja. Die Tür geht nicht mehr auf. Ich will ja raus. War der da gerade? Ich habe es gehört. Ja, deswegen ja. Nee, geh doch einfach mal. Geh doch mal da. Da ist was. Ja, geh hin. Ach, das rauscht nur. Das ist der Wind. Ja, ich dachte gerade, ich hätte einen gehört. Ja, ich auch. Naja, dann haben wir es wahrscheinlich. Geh mal da rein. Du sollst da reingehen. Mann, bring uns nicht schon wieder um. Warte doch mal. Ich bringe dich doch nicht um. Man kann wahrscheinlich nicht so schnell, ich weiß nicht. Steig ins Auto, einfach weg. Nein! Der kann kein Auto fahren. Wir sind doch hergefahren, das geht nicht. Gefahren. 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 Jetzt üben wir schon hier mein Hochdeutsch. Ach, das ist die von der anderen Seite einfach, oder? Das könnte sein, ja. Okay. Okay. Aber. Kannst du von irgendeiner Seite das Auto öffnen? Das liegt ja im Kofferraum. Schade. Ja. Ist da was drin? Siehst du nicht? Na gut. Okay.
habe echt ein bisschen Angst schon. Wahrscheinlich, wenn man... Ja, wenn... Ich hatte in der Beta nicht so viel Angst. Muss ich mal weiter rechts lang, ja. Da hinten noch was? Vielleicht im Garten oder so? Im Garten. Im Garten. Gott, ey. Vor allem hier. Es müsste doch viel heller sein. Ja! Da steht er. Das war jetzt unspektakulär. Zoom mal ran. Zoom mal. Zoom nicht rangehen. Weg, geh, weg, geh, weg, geh, weg. Oh, er ist weg. Das ist wahrscheinlich Deck. Das ist einfach nur, das wird jetzt als Halluzination wahrscheinlich verkauft erstmal. Ach so. Und. Gott. Sollst du noch nicht näher gehen? Nicht zu ihm. Ich wusste vor allem, ich wollte mit E ranzoomen. Ja. Mit Q wollte ich ranzoomen. Okay. Deswegen hat es nicht geklappt. Und das ist die Tür, die nach hinten rausgeht, links. Ja, stimmt. Was ist denn da? Achso, Kühlschrank. Geh mal in den Kühlschrank, geh mal rein. Ne? Geh mal in den Kühlschrank. Der hat Hunger. Jetzt so offen? Nee. Also ja, aber... Du musst die Maus bewegen. Achso, stimmt. Na, das muss ich mir erstmal... Die geht immer von alleine zu. Diese komischen Türen. So, am Kühlschrank die Notiz, die kannst du... Die haben wir nicht gesehen, ne? Du-du-dum. Flashlight, Leiter, Batteries. Kerosin? Lock da raus! Ja, Kerosin, ja, zum Anbrennen wahrscheinlich. Also. Ja, das ganz Übliche. Wir schauen, warte, gucken wir hier. Ja, selbes Ziel. Geht direkt hier das Ding runter. Wir gehen mal zum Spielplatz. Ich weiß nicht, ob ich das will. Vielleicht kommen da kleine tote Kinder. Was ist denn da? Gucken. Da ist was. Das ist die Treppe. Nein. Ja. Schade. Das haben wir ja früher mal gemacht. Das kann er auch nicht. Okay. Kann er springen? Also. Jetzt, das ist schon ein kleines Rätsel hier. Wie komme ich diesen Kinderspielplatz hoch? Oder wie auch immer man das nennt. Haben wir die 1 schon? Weiß ich nicht. Nee. Hey Kate! Oh nee, das liest du vor. Wieso muss ich denn vorlesen? Naja, könnt ja an sich, ne, weil das die Geschichte ist im Prinzip. Lies mal vor. Trau mich nicht. Mach! Hey Kate! Both my computer and phone have been acting weird lately, so I figured out. I figured I'd do it the old fashioned way again. Glad we could meet up to talk things through. Oh, scheiß Wort. I agree with what the doctor said too, and there's an explanation for the stuff. The shared traumatic event sounds the most logical to me. That night out there in the woods is probably what caused it. I had almost completely blocked that out, but now it's kind of coming back to me. But like I said before, it's still really foggy. I think the best course of action right now is to just ignore it whenever you think you might be seeing things again. I tried to do the same. That will probably do the trick. Swear CR. P.S. You should call Lauren sometime. I bet some company will help out. Okay. Sehr. So, wunderschönes Englisch, ich weiß. ja. Jetzt haben wir auch links. Ne, links hat man die Batterieanzeige schon die ganze Zeit, ne? Ja. Okay, die ist immer da. Sprich, die ist dann eine Zeit lang weg gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und ist dann aber wiedergekommen und sie hat es dann einfach ignoriert. Aber was ist im Wald passiert? Das ist die Frage. Was ist im Wald passiert? Das fragt sich jeder. Ich bin das immer selbst, aber ich habe Angst. Aha. Ah, 6. Achso, nee, 13. Okay. Was? Achso, nein. Ja, 28. Wir haben noch 2 Minuten. Zieh uns nicht die Zeit ab hier. Da sind mehr Türeingänge. Und hier ist eine Schaukel. Vielleicht. Schaukel? Sind wir eine Frau? Nee. CR? Ist das der vielleicht? Ja. Ist das CR? Sind wir CR? Kann ich schaukeln? Nein, kann ich nicht. Wieso kann das früher? Warum kann das jetzt nicht mehr? Und was haben die Illuminaten noch nicht zu tun? Fragen über Fragen. Okay, da geht's raus in den dunklen Wald.
Wollen wir nicht. Obwohl es eigentlich hier... So sieht es bei uns auch aus. Bei uns ist es auch hell. Also jetzt nicht mehr, aber es war vorhin hell. Wir spielen sie in der Nacht. Schon wieder. Wir sind im Kreis gelaufen. Immer nach hinten. Da war noch nur ein Holztor oder so. Ha. Da ist ein Fernseher. Wer steht da jetzt wieder da? Vielleicht. Weiß ich nicht. Ein Holztor? Warum ist das so langsam jetzt? Ah, ja. Achso, ich wollte schon sagen, du hast auf den Dings gefasst, aber ich dachte, das war, war was. Okay. Eine Holztür, die wir nicht aufmachen können. Ja, wollen eine tolle Idee von dir. Was? Also, wieder ins Haus? Müssen wir, oder? Ich glaube. Oder wir gehen im Wald. Aber hast du noch ein paar. Ja, wir müssen trotzdem immer noch das Verschwinden. Irgendwie. Da steht aber nicht, finde nach, Suche nach Hinweisen im Haus. Da steht einfach nur Suche nach Hinweisen. Ja. Vielleicht ist das... Na gut, wir haben jetzt von dem Wald erfahren, ne? Ja. Was ist im Wald passiert? Aber wir haben nicht Zettel 1, oder? Uns fehlt der erste Brief, oder? Naja, vielleicht ist das... Das eine davon, Zettel 1, das ist 3. Das wo... Nee. Da. Ah, da. Ja, sonst fehlt okay, eins. Und fehlt also 1. Ja. Ich war... Sie drängeln schon. Ja, wir müssen... Wir können das Radio. Das Radio nehmen wir noch mit. Okay, klingt nach Hawaii. Nach Blues. Okay, was bringt uns das? Ja, ich würde sagen, mit dieser lustigen Musik. Verabschieden wir uns in dem Part 3 von Slender the Arrival. Morgen geht's weiter, 20 Uhr. Dann geht das Cruisen definitiv weiter. Sie auch. Bis dahin.